Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit der Resu. Ich bin Resu und wir haben eventuell den Fehler hier mit dem Knacken ins Wasser gehen und eventuell mit dem Ruckeln etwas behoben. Ich habe einen neuen Treiber drauf. Theoretisch sollte das jetzt besser laufen. Allerdings haben wir einen anderen Fehler. Fehler 50. Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm. Ich habe nämlich vergessen zu speichern. Wir brauchen noch einmal unser Werkzeug. Wo haben wir es denn? Hier, das Reparaturwerkzeug. Dazu brauchen wir Magnesium. Magnesium können wir herstellen. Da. Zumindest das klappt direkt. Jetzt haben wir hier das Reparaturwerkzeug. Das klappt auch. Und für den Segelleiter brauchen wir eine Batterie und ein Schmiermittel. Moment, Schmiermittel. Moment, Moment, Moment. Soundkarte nimmt den Ton nicht auf. Die Meldung bekomme ich dauernd. Oftmals ist sie vollkommen, fehlerhaft. Aber da ich gerade sowieso am Sound rumgespielt habe, mache ich mal kurz auf Pause. Schneid das später zusammen. Einen Moment. Tja, der Sound wird aufgenommen. Ja, hört ihr ja immer schon vor mir. Okay, wir wollten Dinge holen, ne? Erst einmal müssen wir eine neue Kiste herstellen. So, wir erstellen zuerst einmal, darf ich mal, Titan aus dem Metallschrott. Dann kommt jetzt gleich die Kiste und da können wir Zeug reinpacken. So, Inventar ist voll, aber wir machen mal was. Moment. Ah, verdammt. Ich hatte gehofft, dass ich da direkt aufs Inventar zugreifen kann. Offenbar nicht. Aber wir können ja hier Zeug reinwerfen. Ich hoffe, das reicht. Es reicht nicht. Kann ich irgendwas essen oder trinken oder so? Nö. Auch alles gerade nicht wirklich verfügbar. Kann ich Dinge eigentlich hier drin runterwerfen? Moment. Nö, muss ich wirklich rausgehen, mal ein bisschen Umweltverschmutzung betreiben. Da haben wir das Knacken wieder. Toll. Ich habe das Spiel dreimal getestet, bevor ich wirklich wieder angefangen habe jetzt. Um zu gucken, ob es jetzt auch wirklich hinhaut. So. Und sobald ich aufnehme, haben wir das Problem wieder. Ja, dann muss ich nochmal nachgucken. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt die Aufnahme nicht weitermachen können. Das heißt nur, dass ich jedes Mal ein bisschen genervt bin, wenn ich rausgehe. So, das werfen wir raus. Hier müssten wir irgendwo das Zeug rumliegen haben, das ich gerade rausgeworfen habe. Hallo? Ist weg. Das knistert weiter. So, okay, egal. Dann stellen wir direkt die nächste Kiste her. Und dann machen wir uns auf, um das Zeug für die Batterien zu holen. Ach, wir stellen gleich zwei Kisten her. Die zweite kann ich jetzt nicht direkt mitnehmen, aber gleich. Raus. Und raus. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug Platz. Na, ich wollte jetzt hier öffnen. Die Schlingpflanzen-Samenbüschel lassen wir mal drin. Aus irgendeinem Grund habe ich immer im Kopf, das war für irgendwas. Was ist das? Ist da was? Nee, ist einfach nur leer. Oh. Hier ist das Zeug, das ich rausgeworfen habe. Okay. Und noch irgendwo? Sehe jetzt nichts. Ja, ich muss mal wieder trinken, sagt er mir. Da haben wir noch einen Säurepilz, den ich rausgeworfen habe. Und hier noch einer. Die Strömung muss hier relativ stark sein. Dehydration. Ich bräuchte mal ein paar Blasenfische. Dort hinten haben wir welche. Ist natürlich wieder leichter zu fangen, wenn ich dann wieder meinen Seeleiter habe.
Luft sieht gerade knapp aus. Holen wir uns mal schnell. Ja, danke. Da holen wir uns noch Schlingpflanzen-Samenbüschel. Sehr schön. Ja, und jetzt sagt es hier auch wieder. Ah. Ich meine, klar, ist Early Access. Das Spiel muss nicht so performant sein, wie es schön wäre, wenn es das wäre, aber wäre eben schön, wenn es so performant wäre, wie es wäre, wenn es schön wäre. Absolut sinniger Kommentar. Ich wollte das hier scannen, aber das ist gar nicht zu scannen. Schnell zurück. 30 Sekunden. Ja, ganz ruhig. Dich da nehmen wir noch mit. Danke sehr. Uff, schnell nach oben. Wobei die Definition von schnell jetzt sehr, sehr frei ist. Gut, Schmierstoff, was brauchten wir noch? Batterie. Für die Batterie haben wir die Säurepilze ja jetzt wieder bei. Wir haben auch Kupfer. Das dürfte also gehen. Da haben wir die Batterie. Oh, das Symbol davon hat sich auch verändert, glaube ich. Das war früher ein bisschen anders eben. Schmiermittel haben wir. Und Sädleiter braucht Titan. Sollte jetzt auch nicht wirklich ein Problem sein. Und da haben wir unseren Sädleiter. Und sehr schön. Jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Die mobile Fahrzeugstation. Ah, die habe ich vollständig, glaube ich, erforscht gehabt, bevor ich vergessen habe zu speichern. Jetzt ist es dann natürlich nicht mehr da. So, wir tauschen hier mal den... Achso, Moment. Ja, wir sollten auch mal der Dehydration vorbeugen. Und am besten auch dem Verhungern. Erst einmal Wasser, so viel wir tragen können. Na gut, so viel wir Fische haben dafür. Und da müssen wir ja mal herausfinden, wieso ich keine Basis bauen kann. Ist auch wichtig. Ja, deswegen habe ich mir doch gerade Trinken zubereitet, Mensch. So, alles wunderbar. Und raus geht's. Und wir fahren. Wohin fahren wir denn? Wir können nicht in Richtung Aurora fahren, wegen der Strahlung. Moment, dann kümmern wir uns doch am besten erstmal darum, ne? Wir holen uns den Strahlenschutzanzug. Dafür werden wir auf jeden Fall Blei brauchen. Die Frage ist, wie viel? Wahrscheinlich Silikongummi. Die Frage ist, wie viel? So. Da, Ausrüstung. Pressluftflasche, Schwimmflasche, Strahlenschutzanzug, Fasergewebe und Blei. Fasergewebe ist wo? Hier nicht, dort nicht, da nicht. Synthetische Fasern. Braucht Fasergewebe. Okay. Passt Magnesium. Hier haben wir überhaupt kein Fasergewebe. Konnte man das direkt irgendwo sammeln? Fasergewebe. Puh. Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. Toll. Na gut, jetzt habe ich Magnesium. Ja. Meinetwegen. Silikongummi bringt mir ja nichts. Desinfektionsmittel. Nein. Magnesium. Emailliertes Glas. Plaststahl. Hier steht nichts von Fasergewebe. Ausrüstung. Nein, nein. Medikit. Nein, nein. Rohre. Nein. Werkzeuge. Laserschneider kann ich auf jeden Fall noch gebrauchen. Dafür brauchen wir einen Diamanten. Dazu brauchen wir ein bisschen Glück beim Suchen. Konstruktionswerkzeug. Ach, dafür brauchte ich den Chip, klar. Leuchtfackel, Luftblase, Messer. Vielleicht hilft mir das Messer, um die Fasern zu bekommen. Reparaturwerkzeug, ja. Schwerkraftsphäre.
Braucht nur Batterie, Kupferdraht und Titan. Das sollte ich mir basteln. Damit können wir nämlich sehr leicht Fische kriegen. Okay, dazu brauchen wir dreimal Kupfer. Und weil ich das hier dauernd sehe, reparieren wir das hier mal schnell. Da, 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 da. Sehr gut. Das hier reparieren wir auch schnell. Dann bekommen wir auch wieder Funksprüche rein. Ja, die Rettungsmannschaften kommen angeblich. Ist klar. Glaube ich sofort. Dort hinten haben wir die Schlingpflanzen. Da müssen wir hin, wenn wir unser Zeug haben wollen. Also, wir brauchen Kupfer, wie gesagt. Am Anfang können wir auch die Batterien ohne Probleme immer wieder austauschen dann für den Seeleiter. Gold, sehr gut, das brauchen wir schon mal für den Chip. Weil wir später sowieso einige Batterien brauchen, wenn wir die dann irgendwann nachladen können. Blei, okay. Das klang bedrohlich. Kupfer, okay, ich brauche noch eins. Titan, okay. Ein Kreaturenei. Schnell nach oben. Einmal tief durchatmen und wieder runter. Und wieder sammeln. Silber, okay. Silberbasierte Computerchips. Ja, soweit ich weiß, basieren meine alle nicht auf Silber. Was haben wir hier? Achso, ein anderes Ei. Okay. Generell liegen hier sehr viele Eier gerade rum. Gold. Das klingt bedrohlich. Das da machen wir noch schnell auf. Silber, okay. Achso, da hinten. Einfach eins von den Plattentierchen. Die sind in Ordnung. Die tun einem nichts. 30 seconds. Deswegen bin ich auf dem Weg nach oben. Ganz ruhig, Gideon. Der Mond ist schön. So. Und wieder runter. Auf der Suche nach Diamanten. Bevor wir auf jeden Fall zur Aurora gehen, brauchen wir einen Laserschneider. Hier, wenn wir schon da sind, nehmen wir auch ein paar Säurepilze mit. Und das können wir noch aufmachen. Oh, Moment, da haben wir noch gar nicht gescannt. Also hatten wir schon, aber dann habe ich eben vergessen zu speichern. Und aua! Ja, okay. 30 seconds. Ja, ist ja gut. Offenbar atmet man tief durch, wenn man. Oh, oh. Ohne Seemotte will ich mich mit denen nicht anlegen. Mit Seemotte meinetwegen. Achso, ja, Sauerstoff ist oben. Oxygen. Ja, ganz ruhig. Hör auf zu meckern. Ich schwimme jetzt mal nicht mit dem Seeleiter weiter, weil ich Angst um die Batterie habe. So billig sind sie jetzt momentan noch nicht. Später ja. Gut, keine neue Nachricht. Moment mal. So lange wir hier sind, kriegen wir die sowieso dauernd gratis. Also was soll's? Kreaturenei, warum habe ich das denn bei? Egal. Grundmaterialien, nee, Elektronik. Einmal Kupferdraht, eine Batterie und noch irgendwas brauchte man, glaube ich. Batterie habe ich doch gerade hergestellt. Oder? Habe ich es vergessen anzuklicken? Ach so, nee, Moment. Was? Ich habe keine Batterie bei. Ach so, der Kupferdraht braucht nicht nur eins, ne? Moment. Ich hatte im Kopf. Ja, der braucht zweimal Kupfererz. Ich dachte, der bräuchte nur eins. Dann müssen wir nochmal schnell durchgucken. Ja, Open Storage will ich. Na los. Ne, hier haben wir nur Quarz drin. Dann suchen wir. Eine Kalksteinablagerung wäre nicht schlecht. Die Hirnkorallen sehe ich ganz wenig gerade.
Die war doch am Anfang ganz wichtig, damit man unten sich besser umgucken kann. Titan, meh. Da haben wir noch ein paar Fischchen. Hallo? Hier knistert es. Oh, da war wieder was. Seeleiterfragment. Ah, brauchen wir nicht. Und nach oben. Tief durchatmen. Und nach unten. Ah, verdammt, da wollte ich im Vorbeischwimmen den Fisch mitnehmen. Den Blasenfisch. Gold, okay. Oh, Moment mal. Bluter, verdammt, die kenne ich. Die beißen ein, dann geben sie einen geringen Ergrinnungshemmer und saugen das Blut aus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das will ich nicht. Hallo? Ich habe schon Kupfer, ne? Wirklich sicher bin ich mir jetzt nicht. Das war eher eine ausgesprochene Vermutung. Blei. Einen Diamanten suche ich. Ja, okay. Ich gehe ja gleich nach oben. Silber. Okay, auch schön. Und. Okay, wir gehen nach oben. Wir gehen schnell nach oben. Schneller. 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 Danke sehr. So, jetzt dürften wir auf jeden Fall keine Probleme mehr haben, Fische zu fangen. Das heißt, unsere Grundversorgung ist erst einmal hergestellt. Also sobald ich das Ding hergestellt habe. So. Achso, ja. Die Batterie muss ich jetzt tatsächlich noch herstellen. Was war das da? Ich habe eben gerade noch was gesehen. Achso, einen Kabelsatz können wir herstellen. Ja, brauchen wir gerade nicht. Schwerkraftsphäre haben wir. Hoffen wir, dass die nicht mehr verbuggt ist. Auf jeden Fall sieht sie jetzt viel schöner aus. Früher war die ja nur so ein Gitter. Hier wollten wir noch nachgucken. Das, nicht Survival Knife, auch wenn das auch durchaus wichtig wird. Konstruktionswerkzeug, Computerchip und eine Batterie. Batterie können wir herstellen. Computerchip braucht Tischkorallenprobe und Kupferdraht. Naja, darum kümmern wir uns gleich. Jetzt Schwerkraftsphäre hier. Das rastet hier auch viel schöner jetzt ein. Unten. Also die Objekte, die man hinpackt, macht von künstlicher Schwerkraft Gebrauch, um leichte Objekte anzuziehen. Mal sehen, ob das noch aussieht wie früher. Da knistert es wieder. Vielleicht ist das ja auch gewollt, ist einfach der Druckausgleich. Hoppala. Weggeworfen und direkt wieder eingesammelt. Und da kommt mein Mittagessen. Na komm mit. Du auch. Du auch. Na komm mit. Die lassen sich trotzdem nicht so einfach fangen. So. Oh, da wäre ein Blasenfisch noch mit bei gewesen. So, da haben wir ihn. Die sind zum Glück auch die langsamsten von den Nutzfischen hier. Weswegen bin ich jetzt eigentlich rausgegangen? Nicht nur um die Sphäre zu testen, das weiß ich. Das da hinten habe ich in einem Test mal untersucht, also in einem Testdurchlauf, nachdem ich die den Grafikteil aktualisiert hatte und eigentlich dachte, alles würde besser laufen. Das ist einfach nur ein Stück Schlingpflanze. Also nichts Besonderes. Na, komm mit. Du auch. Und das machen wir auf. Titan, meh. Silbererz, okay. Mir fällt gerade auf. Für die Tischkorallenproben brauchen wir ja das Messer. Das heißt, erstmal zurück nach Hause. Wir müssen nämlich wieder Pflanzenbüschel mitbringen.
So. Guten Morgen. Achso, hier ist ja Gideon gar nicht, um Hallo zu sagen. Nein, Blasenfische wollen wir nicht kochen. Die wollen wir zu Wasser verarbeiten. Danke sehr. Der Selbstscan wird mir wahrscheinlich wieder sagen, dass ich infiziert bin schon eine ganze Weile. Dass ich sterben werde. Ich weiß ja nicht, was die Negativwirkungen von Infiziertsein wirklich sind. Vielleicht ist es ja gar nicht schlimm. Eine neue Nachricht, okay. Für diejenigen, die an synthetische Nahrung gewöhnt sind, ist es normal, wenn sie vom Gedanken abgeschreckt werden, eine Tierleiche zu essen. Versuch dich daran zu erinnern, dass die Menschen auf diese Weise für viele Jahre überlebt haben. Gut. Schön. Ah, das kannst du auch. Okay. Bordcomputer, dieses ein automatisiertes Notsignal von Rettungskapsel 4. Koordinaten übertragen, Kapsel wurde beim Aufschlag nicht beschädigt, niemand wurde hinausgeschleudert, keine Lebenszeichen an Bord erkannt. Nachforschung wird empfohlen. Können wir ja noch nicht machen. Wegen Strahlung. Was wir machen können, ist mal schnell Frühstück zu uns nehmen. So. Und so. Und noch ein bisschen trinken. Sehr schön. Hier, wir essen noch mehr. Gut, die Schwerkraftsphäre und das Silbererz packen wir mal weg. Magnesium und Gold auch. Haben wir einfach zu viel gerade von. Und runter. Da können wir zum Beispiel Zeug reinmachen. Ich finde es ja klasse, wenn man die einfach so mit sich schleifen könnte, um die besser zu positionieren. Na. Ja, ich weiß, ich kann sie herschubsen, aber das wollte ich ja nicht. Bleibst du stehen? So. Und Open Storage. Ja, daran muss noch was gemacht werden. Dass das besser funktioniert. Gold, Magnesium, Silber, Salz, Titan, alles rein. Na gut, alles was passt. Und auf zu den Flensloa. Haben wir hier was zu erforschen? Haben wir tatsächlich. Ich erinnere mich, hier war irgendwas Wichtiges drin. Ich erinnere mich wirklich absolut gut dran. Ja. Also ich weiß, dass da da war ein Haufen Seeleiterzeug, aber eben nicht nur Seeleiterzeug. Seeleiter. Ja, der Stuhl, absolut wichtig. Zack. Schreibtisch, auch wichtig. Zack. Seeleiter. Das da müssen wir mal schnell reparieren. Los, 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 los. Wenn ich schnell sage, da meine ich auch schnell. Danke sehr. Und mobile Fahrzeugstationfragment brauchen wir. Sehr gut. Ah, Stasegewehrfragment. Klar, jetzt erinnere ich mich. Jetzt, wo ich sehe. Und wieder nach oben. Um die mobile Fahrzeugstation wollte ich mich ja eigentlich in dieser Folge kümmern, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ist ja jetzt nichts draus geworden. Aber wir holen relativ gut auf. Glaube ich. Ich glaube, wir brauchten drei. Bin mir aber auch nicht sicher. Dahin müssen wir. Schnell, schnell, schnell. Noch schneller. Gut, schneller geht nicht. Also, ich habe mich gerade gefragt, was ich da mit der rechten Maustaste, die ich aus Versehen gedrückt habe, gemacht habe. Ist das Licht? Ja, klar. Vergesse ich gerne mal, dass ich hier mit dem Ding auch Licht machen kann. So, Silikongummi. Sehr gut. Wenn ich nicht ganz sicher bin, warum wir das fürs Messer brauchen. Ich meine, für den Griff? Möglich, ne? Damit es gut in der Hand liegt. Ja, keine Waffen wegen des... As an essential survival tool for 10.5 million years, the knife remains the only exception.
Sorry about that. Ja, okay. Danke. Messer als einzige Ausnahme. Titanbarren, Schmiermitte, Energiezelle. Das kriegen wir auch hin. Aber nicht sofort. Nächste Folge dann. Was wollte ich jetzt? Achso, ja, ich wollte schnell Tischko reinholen. Und da haben wir schon welche. Na. Danke. Kann ich auch scannen. Machen wir schnell. Wir müssen auf jeden Fall mal nachgucken. An den Dateien hat sich ja einiges geändert, auch an den Sprachdateien hier. Ob die Dinger inzwischen bessere Übersetzungen haben. Das Synchronübersetzen funktioniert ja immer nicht so gut bei mir, leider. Ich meine, ich kann eine Inhaltsangabe immer machen, aber dazu muss ich mir auch das erstmal durchlesen und das ist auch immer doof. Also, hoppala. Wir brauchten Konstruktionswerkzeug, dafür brauchten wir den Computerchip. Der ist natürlich unter Elektronik. Gold und Kupferdraht, das heißt, wir haben nicht genug Kupfer. Dann holen wir uns doch einfach mal Kupfer. Ui. Das ist Titan. Aua! Ich habe mich verbrannt. Salz. Quarz brauchen wir später in großen, großen Mengen. Seekühe, die Gift ausstoßen. Da ist das Gift. Bin ja Profi, ich kenne mich aus. Blub. Bloß, dass man speichern muss. Habe ich noch nicht kapiert. Oh, Moment mal, da haben wir ja tatsächlich meine Hirnkoralle. Schön. Na los, gib mir Luft. Danke sehr. Oh, da sehen wir unseren ersten Pirscher. Ist ja nicht das erste Raubtier diesmal, aber Kupfer 1. Balla. Da ist ja noch einer. Falls wir einen Pirscherzahn sehen, brauchen wir den auch auf jeden Fall. Oh, bleib stehen, Luft. Na. Da ist mir die Luft weggerannt. Na, ein bisschen brauchen wir noch. In der Zeit können wir das hier mal scannen schnell. So. Zweimal Kupfer brauchen wir noch, ne? Ich könnte nachgucken. Aber ist so anstrengend. Gold, okay. Da haben wir noch mehr Ablagerungen, sehr schön. Kupfer, gut. Brauchen wir nur noch eins. Und da wird es drin sein. Fast. Dort haben wir noch Ablagerungen. Da rechts ist auch noch eine. Titan wieder. Kupfer, yay. Und nur weil es gerade in der Nähe ist. Ja, ist ja gut. Und auf nach oben. Oh, hier haben wir. Was? Wir sind so nah an der Basis? Okay. Warum sind wir so nah an der Basis und Pirscher? Das gefällt mir aber gar nicht. So. Wir brauchen einen Computerchip, bitte. Na. Man muss auch einigermaßen klicken können. Computerchip dort. Habe ich eben gefragt, was das für eine merkwürdige Art von Fisch ist, weil das diesen blauen Hintergrund hatte und es irgendwie fischig aussah kurz. Werkzeuge da. Ein Konstruktionswerkzeug, das uns eh leider noch nicht wirklich viel bringt, weil wir ja das Rezept für den Basisbaustein nicht haben. Obwohl wir ja einfach mal versuchen könnten, wie es ist, wenn wir ein einfaches Segment unten hinsetzen, ohne ein Mittelteil. Vielleicht brauchen wir ja gar keine Mittelteile, ne? Wo setzen wir unsere Basis am liebsten hin?
Ich würde sagen, ist ja erstmal nur eine Grundbasis. Oh. Ja, ich habe mein ganzes Titan natürlich nicht bei. Na, geh mal runter. Will nicht runtergehen. Wenn ich das irgendwie. Nee. Krieg das nicht gesteuert. Na gut, machen wir das Fundament hier eben hier so weit oben. Warum nicht? Dann holen wir uns noch Titan. Schnell, schnell, schnell. Beeilung. Ah, egal wie sehr ich mich beeile, innerhalb von 30 Sekunden schaffe ich das nicht mehr. Deswegen beenden wir mal die Folge, bevor wir wieder die 30-Minuten-Marke überschreiten. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.